Was der hohe Bergmann üblich. Na, nicht das von der Breiten her, sondern da ist eine kleine Zufahrt beim Schopfstall. Eine kleine Zufahrt. Da passt aber der Anhänger nicht durch die Halle. Das ist jeder wie er will. Jeder wie er will, ist gar kein Problem. Die hat er schon. Genau, den brauchen wir.
Aber ich glaube, dass der Drescher da viel zu klein ist. Ja, für den Anfang wäre das schon, aber auf die Dauer gesehen, weil wenn es du fällt, 33. Bei mir noch nicht so, aber das kriege ich noch im Griff. Erste Einschätzung, eine Karte, wo du ohne große Hilfsmittel top ausgestattet bist, wenn du das so willst, wie es dir vorschlägt. Lässt sich gut mit Helfer arbeiten normal, aber nichts mit quer über die Felder irgendwo mal schnell hin hat. Durchdacht. Rausgeschossen, sondern mit Hirn. Du guckst, du hast am Anfang hast du sehr viele Felder schon. Ja, das kann sein. Das kann sein. Viele Felder, angenehme Felder, wo du aber einen Großteil nicht zusammenlegen kannst. Das ist das nächste, ja. L24, ja, das sind riesige Felder. So gefällt, was mir nicht so gefällt. Jetzt muss ich aber erst schauen, ob wie das ist, wenn du geerntet hast, ob da die Farbe der Grundfelder dann wieder bleibt. Weil das ist das, was mir nicht so gefällt. Ja, leider. So wie auf der Coldborough. Aber sie ist einmal erstens einmal ganz was anderes. Wieder mal was anderes. Und ich finde es gar nicht schlecht. Also mir gefällt sie. Was natürlich der angenehme Nebeneffekt ist, auf schwer, sind die Preise. Wenn du schaust, momentan für einen Raps kriegst für 1000 Liter 1100, das ist ein guter Preis.
Also das sind fast Preise wie auf normal. Für einen Mist 69 beziehungsweise 67, also das sind schon 70, das ist wieder ein vernünftiger Silagepreis, da rechnet es sich wieder mit der Silage zu arbeiten. Also das sind schon gute Preise. Mehr wie 1600 pro 1000 Liter, das ist schon enorm. Also finde ich schon sehr, sehr gut. So, das Feld ist fast gedüngt. Jetzt fahren wir wieder. Ein bisschen was bringt es mehr.